freue mich persönlich, dass es jetzt wirklich geht. Ich habe immer mal Bock auf ein EA-Spiel. Das wird es auch öfter kommen. Am meisten, wenn dann die Fortnite-Season auch zu Ende ist. Ich weiß nicht, wie Chapter 5 wird. Keine Ahnung, werden wir jetzt schauen. Ja, hier kann man es auch sehen, Leute. Ich nehme es auch mit auf euer Handy. Ich werde das dann schneiden, kommt morgen raus. Und dann kommt meine erste Fortnite-Runde in der OG-Season. Win. Alles kommt raus, Leute. Freut euch darauf. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier war euer Tag. Haut mal rein in den Chat. Meine Mama liest alles durch hier. Und kam schon eine Frage rein. Guten Abend und hallo, Kam. Hallo, was geht? Schön, dass ihr am Start seid, wirklich. Ja, oh, es ist schön draußen. Auch wenn es arschkalt gerade ist. Ist. Wie viel Grad sind es? Mit Moos dran war vielleicht 6 oder so. Ja. Maximal. Ja, hier ist Kira am Start, Leute. Kira auch schön am Start. Dahinter ist Cassie. Ich bin mal ein bisschen, gehen ein bisschen raus und machen uns einen schönen Abend. Machen wir schon einen Spaziergang, wo ich sein soll. Kira? Jo, Kira? Ja, machen wir uns heute einen chilligen, würde ich behaupten. Wirklich, ich dachte mir gerade, ich fühle mich verarscht, weil mein Handy. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, für meine Mutter das Handy, das ist 1000 Euro wert. Ich dachte mir gerade, Bruder, dass man damit nicht live gehen kann. Das sind die 1000 Euro umsonst, Alter. Jetzt mal. Jawolla! Deine Mutter ist sportlich. Oh, seit wann ist sportlich? Streng dich an. Aber oh, seit wann ist sportlich? Komm mal raus. Seit wann? Seit ich 40 bin. 40? Boah. Aber seit wann so? Sportlich jung? Na, jung kann man nicht sagen, was nicht mehr zu sagen. Sag nicht, du hast heimlich meine Falten gezählt. Die zähle ich schon seit Jahren. So lange habe ich noch überhaupt keine. Ja, du bist ja schön frech. Cassie, du hast noch sie cool. So klein wie die ist. Ja, so klein wie sie ist hier heute. Ich meine meine Daumen nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, Glück. Vier Mann sind drin. Ey, danke, danke, Leute. Schön, dass ihr in Schwarz seid. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas Besonderes, was mich angeht, meine Mama angeht oder so, oder was weiß ich, haut raus. Ich bin absolut offen für Fragen. Ihr wisst, Leute, ich bin mit Schieber heute sehr, sehr gern Fragen. Ich feiere das auch, wenn ihr Fragen stellt. Warum nicht? Hier hinten ist ja die Schule, ne? Mhm. Da wo Justin war. Zeig mal. Da drüben. Ja, ja. Da war Justin, ja. Genau. Auch hier, Leute, nur die SM-Merkur an. So muss das sein. Hier geht der FCM. Ah, Leute, ihr wisst Bescheid. Der Tipp gegen Hansa Rostock, komm mal raus aus Derby. Naja, ich hoffe, dass sie gut spielen, unsere Magdeburger. Ja. Wenn sie ein 1-0 spielen, werden sie gut. Schreibt mal gerne euren Tipp rein. Ich sag, Leute, das wird ein verrücktes Spiel. So fast wie Hertha, nur noch ein bisschen weniger, also 1-3 Tore weniger. Ich sag, es wird ein 4-3 für Magdeburg. Das wow. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe richtig Bock und ich freue mich auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass es für euch auch ein sehr spannendes Spiel wird. Und ich weiß aber nicht, seid ihr im Stadion, seid ihr nicht im Stadion-Chat? Geht ihr ins Stadion? Ja. Ich freue mich auch auf das Duell gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal. Ja, ich bin auch an Start. Leute, es ist heute Wochentag. Ich weiß, wir müssen gefickt dann wegen Schule. Aber ist scheißegal, Leute. Für den ersten FCM macht man alles. Ihr wisst mal, wie die dumme Note mich gerade anschaut. Was ist das Ganze angeht? Ja. Wollen wir hier lang gehen? Können wir machen. Ja, wobei, nee, wir machen das ja gerade aus. Aber hier ist auch ein langer Weg. Rauskommt. Okay. Schön durch die Kälte, Mann. Ihr wisst gar nicht, wie meine Mutter führt. Du bist ja sehr nett. 6 Leute. Und? Was waren die Kommentare bis jetzt? Links siehst du es. So klein geschrieben. Wie geht's dir? Jo, mir geht's gut. Was machen? Was mache ich? Tja.
Was machst du heute noch so? Also erstmal danke, mir geht's gut. Wie gesagt, ich hoffe euch geht's oder dir geht's auch gut. Und was mache ich heute noch so? Boah, duschen. Ganz tatsächlich gleich duschen noch gehen. Ich war gestern nicht duschen, weil ich auch kaum geschwitzt habe und so. Und darum muss ich heute wieder mal duschen. Und morgen Dings und heute noch. Ja, vielleicht noch eine Stunde zocken und dann gehe ich pennen. Also so, dass ich zwischen 21 und 22 Uhr ins Bett gehe. So halte ich mich immer. Ich will immer ungefähr 7-8 Stunden Schlaf haben, Leute. Morgen geht es ja wieder zum Praktikum. Und es gibt auch, was Schule angeht, Fortschritte, Leute. Bei uns in der geistbehinderten Schule fahren sie zurzeit noch zum Praktikum. Bei mir ist es ab nächste Woche wahrscheinlich so, Leute, dass ich mit dem Bus und sowas fahre zum Praktikum, was für mich eine große Ehre ist und auch krass ist. Ja, viele fragen sich, hey, was ist so krass? Warum ist das jetzt krass für dich? Ich mache das jeden Tag. Ja, ihr macht das ja jeden Tag, Leute. Ihr müsst aber noch mit dran denken. Ich habe eine geistige Behinderung. Und für mich ist das jetzt, naja, schwer ist es jetzt nicht, weil ich bin schon oft mit dem Zug gefahren. Ich fahre ja auch so in jedem Magdeburg-Spiel so mit dem Zug. Und darum ist das für mich kein Problem eigentlich von denen her. Aber es ist trotzdem für mich cool, dass ich als einziger allein zum Praktikum fahren darf. Und für mich ist das auch wichtig, weil, Leute, man lernt einfach mit Erwachsen. Ja, man geht ins Jugendalter rein, man muss arbeiten. Dann, Leute, gibt es noch einen kleinen Vorschritt. Demnächst, ich weiß noch nicht wann und wie, aber der liebe Herr Salzmann, sag ich jetzt mal, der noch so eine Schule, mehr sag ich nicht. Ich nenne jetzt nicht den kompletten Namen. Der kümmert sich darum, dass ich jetzt eine Wohnung bekomme, Leute. Und da mal für 3-4 Tage testen darf, wie es in einer eigenen Wohnung ist. Was man alles machen muss, ja, kochen, putzen, sich auch beschäftigen, sich ernähren, schlafen gehen auch pünktlich. Ich weiß nicht, ob das dann am Wochenende sein wird oder eine Schule sein wird. Es wird auf jeden Fall stattfinden. Und ja, meine Mama freut sich auch für mich. Ich freue mich für mich selbst. Ja, das Einzige, was mir traurig ist, dass ich dann, dass es alles ein bisschen anders wird, ne? Aber so ist das mal. Ich hoffe, dass du nicht so schnell ausziehst. Also mein Ziel ist ja auch, zwei Kinder sind schon ausgezogen. Also mein Ziel ist ja auch, Chat, ich möchte noch nicht so früh einziehen. Ich bin nicht so einer, der mit 18 schon ausziehen möchte. Ich bin eher so einer, ich möchte noch, das habe ich auch schon seit Anfang an gesagt. Ich habe das schon seit Anfang an gesagt, nochmal, dass ich nach meiner Ausbildung vielleicht erst ausziehen möchte. Aber erst nach meiner Ausbildung. Ich habe jetzt 2 Jahre Ausbildung, was auch wahrscheinlich sehr gut laufen wird. Ich schätze mal, dass die Ausbildung sehr gut laufen wird, weil ich mich da auch sehr wohl fühle. Und ich lerne gerne, also ich lerne das da sehr gerne, was man da alles machen muss. Und so, man arbeitet ja viel mit Pappe in der Druckerei. Papier. Ich verdiene auch ganz gut, Leute. Ich hätte muss über 1000 Euro verdienen, vielleicht sogar über 1005, keine Ahnung. Und mal schauen. Keine Ahnung. Ich bin mega gespannt.